Ja, und damit sage ich wieder Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge Life is Strange. Wir haben beim letzten Mal ja unsere Puzzleteile zusammengefügt und haben eine Spur gefunden, die uns hier zu dieser Scheune führen sollte, die im Besitz der Familie Prescott ist. I know, but we're here. Let's go find the best way in. Und wir schauen jetzt mal, was uns hier erwartet. Whoa, check this out. Fresh tire tracks. Dude, somebody was just here. Then we need to get in that barn. Ja, würde ich sagen. Schauen wir uns erst einmal außen um. These are thick tracks and definitely fresh. Nathan's SUV? Jetzt haben wir doch erst einmal die obligatorische SMS, wenn wir eigentlich gerade was Wichtiges vorhaben von Warren. Gibt mir aber die Gelegenheit, euch hier kurz wieder diese Seite da zu lassen. Ihr wisst ja mittlerweile Bescheid. Wer es lesen will, drückt kurz auf Pause und liest sich's in Ruhe durch. Und wir schauen jetzt mal, was Warren will. Wo geht's denn hier los? Ja, danke, dass du mich von Nathan weggezogen hast. So viel zu den Affen rauslassen. Er hat die Prügel verdient, aber ich will nicht auf sein Niveau sinken. Früher oder später tritt ihm schon wer in den Arsch. Du bist weise, Grashüpfer. Danke, aber ich bin nicht gerade der Held, den die Stadt braucht. Ein Held bist du trotzdem. Uns fehlen nur Kostüme, wo ich gerade dabei bin. Ich hoffe, du kommst heute zur Party, damit wir feiern können. Ich sag dir Bescheid, versprochen. Cool, jetzt muss ich mich beruhigen. Und danke für die Nachricht an der Tür, die werde ich nie wegwischen. Wag es ja nicht, das ist für die Ewigkeit. Okay. Hier. Now, why would somebody run all that electricity into an old empty barn? Berechtigte Frage, aber ich denke, wir werden es rausfinden. Watson, we can safely assume that this ancient vehicle is not our suspect. Da kommen wir wohl nicht weiter. Ein Vögelchen, mit dem wir offensichtlich irgendwas anstellen können. Also mal lieber nicht verscheuchen. Na? Ja. Das war jetzt mal nicht so schlau. Für irgendwas muss der doch gut sein, wenn er anklickt. Bleibst du da? Ja, wohl nicht. Ich will wissen, was es mit dem Vogel auf sich hat. Ist der fürs Foto oder wie?
Wo sind wir denn hier? Ein Windrad. Okay, da ist das Windrad. So, haut ihr jetzt immer ab? Bin ich gerade total bekloppt, der muss doch so entweder brauchen. Max, get over here before I torch this place. Ruhe. Ich will wissen, was ich mit dem Vogel. Aha. Ich kann den Vogel also fotografieren. Warum nicht gleich so? Okay, gut. Ich dachte, ich müsste ihn vielleicht irgendwie auf das Windrad locken oder keine Ahnung. Ja, vergessen wir das. Wir haben das Foto. Was will sie denn? Chloe is so damn fearless. Where does that come from? Ja, wie? Open, goddammit, open! Und jetzt redet sie nicht mit mir. Na gut. Dann schieben wir eben noch das Blech zur Seite. Falls das funktioniert. Chloe, I found the front door. Come on! Maximus rules. God, this is way too Blair Witch. I have goosebumps all over. Come on, Supermax. Hey, check out this old chest. A little louder, Chloe. Jeez, that is ancient. Jackpot. Old shit. No, look closer. Harry Aaron Prescott and family donate new library to Arcadia Bay. Prescott Industries celebrate grand opening. The Prescotts bring bomb shelter boom to town. Nice scrapbook. You search for more clues and I'll scope out the area. Yeah. Yes, old Prescott clippings. But that can't be the only thing here. Schauen wir doch mal, was sich hier noch so finden lässt. Irgendwas? Muss ja hier drin sein. Even Harry Aaron Prescott was into selfies. Wir haben ein altes Bild von dem Besitzer. This tractor has paid its dues. Wir haben einen Traktor. Wir haben irgendwas da drunter. Nothing here. No more secrets, Sean Prescott.
Da muss doch... So, das ist nur so ein altes Blech. Da haben wir wahrscheinlich wieder die Reifenspuren, die man draußen gesehen hat. Okay, there's no reason for anybody to drive out here. But there must be. I guess the Prescotts were just born bastards. Was haben wir da? Einen alten Brief. Martin Louis Prescott, Prescott Ranch, Arcadia Bay, Oregon. Sehr geehrter Mr. Linden, ich schreibe Ihnen im Hinblick auf Ihre ausstehenden Schulden, die Sie zu ignorieren beabsichtigen. Die Prescotts mögen keine etablierten Geschäftsmänner sein, aber wir sind Geschäftsmänner und erwarten, was uns gebührt. Wir fassen Ihr Schweigen als persönliche Beleidigung auf und widmen daher unseren Familiennamen der Eintreibung Ihrer Schulden mit 10% Zinsen und einer schriftlichen Entschuldigung. Wenn diese Bedingungen nicht bis zum 24. Juli im Jahre des Herrn 1903 erfüllt sind, werden wir Ihnen das Leben zur Hölle machen. Mit freundlichste Grüße, MLP. Yep, klingt ganz nach dem Arsch. So, dann schauen wir doch mal weiter. Was haben wir denn noch so alles? Hier liegt noch ein Foto rum. Wow, Sir. Talk about home on the range. There's no way this rusty-ass button will activate these ropes or pulleys. Nope, aber irgendwas muss er ja. Also entweder geht der einfach nur rauf zum Sicherungskasten oder es ist noch irgendwas da oben. Ja, ich mach ja. So many haystacks, so few needles. No more secrets, Sean Prescott. Ah, the good old days. Ist das eine alte Einkaufsliste? Ja. Was man halt so zum Frühstücken braucht, ne? Eier, Speck, Zucker, Kaffee, Kokain, Tabak und Milch. Ganz normales Yuppie-Frühstück. Wir haben am Boden, wir haben eine Heugabel und wir haben einen Strick. These hooks are used to lift haystacks. I saw them in a Friday the 13th movie. Boring, boring. So. Just rotting wood. If a zombie shows up, I have my weapon. Ja, ich würde dafür wahrscheinlich den Pickel nehmen, aber gut. Jeder so, wie es ihm gefällt. Nothing here. Ist ja relativ unspannend gerade hier. Aber ich würde gern wissen. Irgendwie muss man doch da raufkommen. Damn, lots of info here. Irgendwie muss man da doch raufkommen. Ich will wissen, wie man, wo das Kabel hingeht. Brand new. Why?
Okay. No, Supermax. You can't open this with your bare hands. Okay, Chloe. I found some kind of hatch, but it's locked. I got this. I hope. Let me know the second you need any help. So, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Geht jetzt hier das blöde Seil. Das Ende vom Seil ist jedenfalls irgendwo da oben. Ich sag doch, ich muss darauf. The rope leads up to that platform. Must climb. Na dann. Chloe. Can you give me a hand? Sidekick at your service. Hop up and away, Supermax. I dig having minions. So, dann haben wir jetzt hier einen alten Motor. So. Tell me if you need any help. Das ist auch eine Möglichkeit. That looks sturdy enough to stand on. Dann machen wir das doch mal. So, das ist also unser Haken. Das ist das andere Ende vom Seil. Da hinten haben wir noch eine Kiste. Fotomotiv. Good evening, Doctor Who. Sorry. Fotomotiv nehmen wir natürlich mit. Ups. Aber eigentlich wollte ich ja in die Kiste schauen. Geht natürlich nicht. Sauerei. Sieht man jetzt hier wenigstens, wo das Stromkabel hinführt? Auch nicht. Ja dann. Wenn wir sonst keine Option haben. Here's the other end of the rope. Max, use your rewind and get that motor back up there. Ja, klingt nach einem Plan. Und könnte sogar funktionieren. Auch wenn der Knoten jetzt nicht gerade vertrauenserweckend ausschaut. Hat aber ganz offensichtlich gereicht. MacGyver strikes again. So, jetzt ist natürlich der Motor weg und ich komme jetzt hier wahrscheinlich nicht mehr runter, oder? Hallo? Ich will wieder runter. Okay, runter geht offensichtlich einfacher. Dann schauen wir doch mal. Jetzt bin ich ja mal gespannt.
was da unter der Tür ist. Und damit die Spannung noch am Ende erhalten bleibt und wir schon bei 20 Minuten sind, würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und da schauen wir beim nächsten Mal rein. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.